immer wieder bekomme ich die Frage, ja, lohnt sich denn überhaupt noch Amazon KDP? Ist der Markt nicht schon komplett übersättigt? Wie sind die Prognosen für die Folgejahre? Und kann man überhaupt noch genug Geld mit Büchern verdienen? Da stelle ich mir immer, also ich stelle mir nie die Frage, ist ein Markt übersättigt? Sondern ich schaue mir halt an, gibt es überhaupt genug Nachfrage noch in dem Markt? Und wenn über die ganzen Umsatzzahlen validiert wird, dass genug Potenziale da ist, dann heißt es für mich, okay, dort gibt es auch noch genug zu holen. Das heißt, ich kann mir ein Kuchenstück von diesem gesamten Markt abgreifen. Und ich möchte mal den Verlauf von Amazon KDP so ein bisschen erklären und wie du zukünftig den Markt betrachten solltest, um halt auch noch genug Geld zu verdienen. Wenn ein Markt entsteht oder ein Markt ins Wachsen kommt, dann jetzt zum Beispiel bei KDP war es so gewesen, 2015, 2016 rum, hat man erstmalig dieses Geschäftsmodell hier in Deutschland erkannt. Ja, ist ja aus den USA eigentlich hier so rübergeschwappt. Und damals konnte man mit 5.000, 10.000 Worte-Ratgebern und $5 Cover-Designs und auch 1 oder 1,5 Cent Ghostwritern vernünftiges Geld verdienen. Man musste keine Ads schalten, man musste keine komplizierte Long-Strategie fahren, man musste auch grundsätzlich kein großes Buchmarketing in dem Sinne führen. Man konnte Nischen, was weiß ich, mögliche Ernährungsnehmen, Dating-Nischen, sein Buch reinhauen und hat dann damit solides Geld verdient. Dann kam der Punkt, an dem man Ads schalten konnte und einige haben auch diese Option genutzt, um ja, das Buch schneller voranzubringen, mehr Sichtbarkeit zu bekommen, mehr Umsatz zu generieren etc. Damit hatten einige natürlich kurzzeitig auch einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen, logischerweise, weil sie schneller sichtbar sind, den Algorithmus mehr triggern und so weiter und so fort. Immer mehr sind dann auf diesen Trichter gekommen, zu sagen, hey, wenn sich Ads lohnen, wenn man damit schneller vorankommt, dann sollte ich auf jeden Fall zusehen, auch Ads zu schalten. Und jetzt kommt der Clou, warum ein Markt eigentlich nie gesättigt sein wird. Denn es gibt welche in dem bestehenden Markt, die nicht diese Option erkennen und sich damit eigentlich selbst aus dem Markt ausradieren, weil sie anderen diese Wettbewerbsvorteile freiwillig übergeben. Sei es Ignoranz, sei es nicht bereit sein zu investieren oder was auch immer. Das heißt, es gibt halt Leute, die waren zum Beispiel nicht bereit, in Ads zu investieren oder grundsätzlich sich mit Amazon Advertising zu beschäftigen, wobei andere oder die meisten anderen Anbieter mit Ads schon gestartet haben, sodass Ads eigentlich zur absoluten Pflicht geworden sind. Zu dem Zeitpunkt, in dem keiner Ads geschaltet hat, der hat sich dann einfach selbst aus dem Markt wieder komplett ausradiert und hat sich dann am Ende gewundert, ey, warum verliere ich jetzt nicht mehr so viel Geld? Ab dem Punkt, an dem jetzt Ads geschaltet worden sind, muss man sich natürlich überlegen, okay, rein nur mit Ads komme ich natürlich jetzt auch nicht wirklich weiter. Ich muss ja noch eine Stufe mehr entwickeln, damit ich noch einen gewissen Wettbewerbsvorteil habe. Das heißt, man hat mehr Geld in Text dann zu investieren, ja, dass man vielleicht auch ein umfangreicheres Buch erstellt hat, nicht mal nur 10.000 Worte, sondern vielleicht mal 15.000 oder 20.000 Worte. Man hat jetzt kein $5 Cover Design genommen, sondern hat vielleicht diesmal 20, 30, 40, $50 für ein Cover-Design ausgegeben. Man hat vielleicht auch mal eine hochwertige Formatierung genutzt und man hat sich vielleicht auch noch mal ein bisschen überlegt, wie könnte man den Algorithmus noch mal ein bisschen anders triggern, damit man noch schneller auf Platz 1 kommt. Selbes Prinzip ja auch. Ja, am Anfang, diejenigen, die diese Adaptionsstufe übernommen haben, die haben es natürlich, die hatten natürlich einen riesen Wettbewerbsvorteil und natürlich Cash-Cows entwickelt. Das heißt, die haben natürlich ordentlich Geld dann auch abgegriffen. Und alle anderen, die halt nicht auf diesen Zug mit aufgesprungen sind, hatten halt einen Wettbewerbsnachteil logischerweise und haben sich im schlimmsten Fall, wenn sie halt auch nicht auf diesen Zug mit aufgesprungen sind, selbst ausradiert. Mittlerweile sind wir an dem Punkt, an dem wir noch eine Komplexitätsstufe weitergehen. Das bedeutet, es gibt jetzt schon sehr, sehr viele Publisher auf dem Markt. Das Geschäftsmodell ist schon im Umlauf, das heißt, es ist jetzt nicht mehr ein komplettes Neugebiet, sondern viele sehen es schon als Gelegenheit, als Möglichkeit, sich damals ein sicheres zweites Standbein aufzubauen. Und deswegen muss man sich natürlich noch mehr abheben von den bestehenden Büchern, um überhaupt noch eine Chance zu haben, wirklich gutes Geld zu verdienen. Das heißt, was ist jetzt wichtig, was muss man jetzt beachten, um wirklich auf dem Markt noch bestehen zu können? Und zwar, es reicht jetzt nicht nur, besseren Text zu haben, $50 Cover Design zu haben, was weiß ich, gute Ads schalten zu können, sondern man muss sich jetzt noch mehr und noch intensiver mit der Zielgruppe auseinandersetzen. Man muss noch gezieltere Alleinstellungsmerkmale entwickeln,
Und man muss den Markt noch genauer verstehen. Also wie zum Beispiel im Training, sowohl für Mitarbeiter von uns als auch für natürlich Kunden, handhaben wir es so, dass wir unseren Kunden beibringen, wie sie ihre Zielgruppe so gut verstehen, dass sie die Gedanken besser wiedergeben können als die Zielgruppe selbst. Und wenn du das schaffst, dann wirst du mit deinem Buch richtig gut abgehen, weil der Kunde sich ja bei dir dann viel besser auch verstanden fühlt. Weiterhin lernst du bei uns, wie du zum Beispiel auch viel klare Positionierung entwickelst, damit du in einer Nische Lücken findest, Marktlücken findest, die du halt dann ja, füllst. Und damit natürlich auch einen riesen Wettbewerbsvorteil einfach schaffst. So, was ist noch wichtig? Es ist wichtig, dass du mit Tools umgehst, wie zum Beispiel Helium-10. Helium-10 ist in den letzten Jahren auch sehr groß geworden und ist eigentlich eher ein Tool für FBA, aber wie KDPler können es eigentlich genauso nutzen, weil es ein absoluter Datenkrake ist in Bezug auf Amazon. Wir können viel schneller Nischen ausfindig machen, wir können viel schneller Nischen analysieren, wir können viel schneller profitable Keywords ausfindig machen. Wir können unsere Konkurrenz viel schneller auch analysieren bzw. ausspionieren. Und dieses Tool nicht zu nutzen, ist ein riesen, riesen, riesen Fehler im Jahr 2022 und in den Folgejahren. Das bedeutet, wenn du jetzt diese Adaptionsstufe, diese neue Adaptionsstufe nicht mit übernimmst, wirst du in diesem Jahr, im nächsten Jahr und im übernächsten Jahr einen riesen Wettbewerbsnachteil haben und höchstwahrscheinlich, wenn du nicht mit auf den Zug aufspringst, dich selbst ausradieren. Und es liegt natürlich so ein Stück weit an dir. Möchtest du in dem Markt bestehen bleiben oder möchtest du einfach weiter rumjammern, dass sich das Businessmodell irgendwie nicht lohnt? Denn Amazon KDP wird sich auch noch in den nächsten 5 Jahren extrem lohnen. Denn es werden immer mehr Publisher dazukommen. Flywheel-Konzept hatte ich schon mal erklärt. Je mehr Publisher auf den Markt kommen oder je mehr Händler auf den Markt kommen, umso mehr Produktvielfalt gibt es. Umso angenehmer wird es für den Kunden, umso mehr Kunden kommen auf die Plattform, umso mehr Potenziale wird es geben, etc. Wenn man sich auch mal die Entwicklung von Amazon anschaut, dann sieht man nämlich auch, vor allem nicht nur die Entwicklung von Amazon, sondern auch von Amazon KDP. Am Anfang haben die meisten Publisher ihre Bücher für, keine Ahnung, 6, 7, 8, 9 Euro angeboten. Dann, als die zweite Adaptionsstufe eingetreten ist, haben die meisten das Ganze für 10 bis 13 Euro angeboten. Mittlerweile, zumindest machen wir das so, veröffentlichen wir kein Buch mehr unter 13 Euro. Eher so im Preissegment zwischen 13 und 25 Euro, weil wir zum einen spezifisches Problem lösen und zum anderen auch ein weitaus qualitativ hochwertigeres Buch auf den Markt bringen, was ein Problem löst, was weitaus komplexer ist und wie gesagt ein viel spezifisches Problem auch löst. Deswegen, wenn du das Ganze lernen möchtest, wenn du erfahren willst, wie du mit Amazon KDP im Jahr 2022, in den Folgejahren, noch mit dem Markt mithalten kannst, mit der Konkurrenz auch mithalten kannst, dann melde dich sehr gerne bei uns unter www.nice-publishing.de. Trag dich gerne ein für ein kostenloses Erstgespräch und dann schauen wir einfach mal, ob wir dir konkret weiterhelfen können und ob du überhaupt auch für unsere Beratung geeignet bist. Ansonsten wünsche ich dir natürlich einen wundervollen sonnigen Tag und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Dein Cedric Mattig. Ciao.